Mal, hier ist heute Tante Trude. Wird ja mal Zeit. Der Sven hat euch ja schon erzählt, dass die Tante Trude jetzt Parship. Ja, stellt euch mal vor, ich Parshippe jetzt schon so lange. Da wird ja immer erzählt im Fernsehen, alle 11 Minuten verliebt sich jemand. Ja, aber ich warte schon 40 Jahre und noch keiner hat sich verliebt. Ja, liebe Freunde, ja, ihr seht ja selber. Ich bin immer noch solo. Nur nach Hause, nur nach Hause geht die Trude nicht. Sie parshippt jetzt ganz alleine in ihrem Zuhause. Vielleicht sieht mich ja ein paar Leute und können mit mir parshippen. Ich parshippe sehr gerne. Ja, es macht Spaß, aber wie gesagt, ich parshippe schon so lange. Ich habe so. Übrigens, was sagt ihr zu meiner neuen Haarpracht? Ich war zum Friseur, habe mich extra meine Haare färben lassen, weil ich dachte, dunkel ist immer scheiße. Ich habe gedacht, machst du einfach mal eine hellere Farbe. Und was sagt ihr so zu meiner Haarpracht? Sieht doch toll aus, oder? Sehe ich auch so. Ja, wie gesagt, also ich parshippe jetzt, ne? Es macht auch sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, ich warte schon so lange. Alle 11 Minuten verliebt sich ja angeblich jemand, aber es kommt nie einer. Also bei mir hat sich noch keiner gemeldet, ne? Ja, brauche ich auch nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir machen lieber unseren Quatsch hier, ne? Auf Svennys Comedy Club. Umsonst heißt er ja nicht so. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt eure Uhren umgestellt. Alle am Wochenende ist ja die sogenannte Sommerzeit, hat wieder begonnen. Diese Scheiße können sie mal langsam abschaffen. Oder was meint ihr? Denn verschiedene Länder machen da gar nicht mehr mit. Die einzigen, die da noch mitmachen, ist Deutschland, habe ich gehört. Ja, und das, ich finde das total ein Blödsinn alles, ne? Weil davon gibt es auch keine Ersparnisse, ne? Also davon spart man trotzdem nicht. Ja, meine Lieben, was soll ich euch sonst noch erzählen? Ach so, ja. Ich wollte erstmal mich bedanken bei dem Niklas, der hat ja auch ein neuer Abonnent von mir. Niklas, erstmal herzlich willkommen auf Svennys Comedy Club. Herzlich willkommen. Ja, und freut mich auch. Und wie gesagt, wenn du mal Lust hast, wir können auch gerne mal was zusammen drehen, ne? Eine Challenge oder so, ne? Liegt nur an dir, du musst dich bloß bei mir melden, ne? Und wie gesagt, meldet euch einfach, ne? Ja, was soll ich euch noch sonst groß erzählen? Der Sven hat ja jetzt, ich habe mir die seine Vlogs auch mal angeguckt. Die waren ja sehr lustig, sehr schön. Die Sandra hat das mit bearbeitet. Die Vlogs, die er gemacht hat, ist mal was anderes. Denn, ja, wie gesagt, Tante Trude hatte jetzt erstmal keine Zeit, vorläufig was zu machen. Ne? Aber, ja, wie gesagt, die hat jetzt, die Parship jetzt schon eine ganze Weile. Aber wie gesagt, es hat sich bis heute noch keiner gemeldet. Und ist auch egal. Ja, wie gesagt, ne, ich bedanke mich auch erstmal bei den neuen Abonnenten bei mir. Ja, bei alle, die mich dazu abonniert haben. Ich kann jetzt nicht jeden Einzelnen aufsagen, ne, aber zumindest erstmal etwas. Ja, Tante Trude hat jetzt erstmal ihre Sonnenbrille heute mal aufgesetzt. Ne. Vielleicht habe ich ja mehr Chancen bei den Männern, aber ich glaube kaum. Dafür ist Tante Trude zu hässlich, auch wenn sie sich die Haare gefärbt hat. War heute extra beim Friseur, hab mir die Haare färben lassen. Ey, das hat mir 70 Euro gekostet, die Haare zu färben. Ey, ihr könnt euch ja nicht vorstellen, die Friseurin hat auch zu mir heute gesagt, also Tante Trude, blond würde ich Ihnen nicht so wirklich empfehlen. Aber ich dachte, ich will jetzt einfach mal aufsehen. Ich will ja, ich Parshippe, habe ich ihr erzählt, ne? Es verliebt sich ja angeblich alle 11 Minuten jemand, wird jedenfalls immer in den Medien so erzählt. Aber wie gesagt, ich parshippe jetzt schon eine ganze Weile, aber bis heute eben noch kein Erfolg. Ja, meine Lieben, und was soll ich euch sonst noch erzählen? Das Wetter ist super prächtig. Ich hoffe, ich bin gut zu erkennen hier. Ne, ich kann ja mal ein bisschen dichter kommen. Ja, wie gesagt, ne? Ja, und ja, wie gesagt, ja, demnächst... müssen wir mal gucken. Ich will ja mal irgendwann zu der Sandra wieder hinfahren. Und da dreht dann Tante Trude auch wieder schöne Videos für euch im Voraus schon. Die zwar noch nicht freigeschalten werden, denn, aber sie gibt sich Mühe. Ne? Ich hoffe, es gefällt überhaupt mein Kanal euch. Ne?
Und ich merke ja auch, es werden immer mehr Abonnenten. Das freut mich natürlich. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ne? Und ja, wie gesagt, es freut mich immer wieder. Auch der Sven, seine Vlogs haben mir sehr gut gefallen. Ja, und heute hat er mich angerufen und hat gesagt, deine Trude, heute bist du mal dran. Ja, habe ich gesagt, ich mache heute was. Okay. Ja, er macht ja mal jetzt mit dem Handy. Ich staune sowieso, dass sein Handy, er sagt ja immer, sein Handy ist scheiße. Aber es hat ja scheinbar geklappt. Sonst wären die Vlogs nicht so schön geworden. Ich fand das letzte, was er jetzt reingestellt hat, ist sehr kurz gewesen. Aber es war trotzdem interessant. Ja, gut, meine Lieben. Ja. Ja, wie gesagt, deine Bruder ist ganz schön angezogen hier, ganz schön. Ich qualme hier schon aus allen Knopflöchern. Ne? Ne? Ja, meine Lieben. Ja, was soll ich noch groß erzählen? Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Spaß mit mir gehabt. Ne? Ich hoffe, wir sehen. Oh, ich bin schon wieder ganz schön düselig. Meine Güte, ich habe doch gar keinen Schnaps getrunken heute. Gut, meine Lieben, dann verabschiede ich mich erstmal für heute. Wir hören uns wieder bestimmt im nächsten Leben. Nein, Quatsch, demnächst bestimmt wieder. Ne? Das Wetter wird ja jetzt wieder schöner werden. Die Sonne scheint, der Mondschein schien. Ja, gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen, angenehmen Abend. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder abonniert mich. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Tante Trude. Bis bald.